So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ja, wir haben letztes Mal hier die Edelsteine gesammelt. Und jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, soweit ich jetzt weiß, keine anderen Missionen mehr haben. Nö, ich wollte ihn eigentlich für nix. Ich wollte bloß wissen, ob er irgendwie eine Aufgabe für uns hat. Ja. Muss man natürlich erstmal gucken. Aber ich glaube, wir müssten hier eigentlich jetzt dann alle Aufgaben fertig haben. Glaube ich. Müssten eigentlich. Ja. Dann. Ja, dann sage ich mal. Ja. Ja. Dann gehen wir mal nach Port Last. Weil, ja, da geht es ja schließlich weiter mit der Geschichte, beziehungsweise mit der Story. Und mal gucken, was uns dann alles, nicht nach Port Last, nach, oh Gott, jetzt habe ich schon vergessen, wie das heißt. Das ist das neue Gebiet, die neue Stadt. Gott, wie heißt denn das, wie heißt denn das, wie heißt denn das, wie heißt denn das? Also ich habe jetzt echt vergessen, wie das heißt. So eine Kacke. Das heißt nicht Port Last. Wie heißt denn das nochmal? So eine Scheiße. Jetzt habe ich echt vergessen, wie das heißt. Das ist doch jetzt echt ein schlechter Witz, oder? Green Griffin Inn, ja, da war mal. Da haben wir den letzten Edelstein geholt. Lasken heißt es, genau. Haha, mir ist sogar eingefallen, bevor ich auf die Karte drauf bin. Lasken. In Lasken gibt es dann nämlich noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen müssen. Dann sind wir eigentlich mit diesem Kapitel auch fertig. Ja. Aber so viel gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zu erledigen. Lasken Sergeant. Ich kann glauben, Adrian war derjenige, der gesagt hat, dass du irgendeine Art von Held bist, mein Lord. Du siehst zumindest wie der Typ aus. Lasken ist ein ziemlich gefährlicher Platz, wenn man da reinläuft, wie auch immer. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du machst? Warum? Was geht in Lasken vor? Kämpfe und davon viele. Die hohen Kapitäne sind im Krieg. Wir wurden. Have been for. Achso, ja. Sind schon für Wochen lang. Sind jetzt schon für Wochen weg. Lasken ist einfach nur noch auseinandergerissen. Ich bin mir sicher, du hast. Boah, Speichelmund. Ich bin mir sicher, du bist voll von Fragen, aber ich kann nicht wirklich plaudern. Ich habe Adrian einen Gefallen versprochen und den werde ich machen. Also möchtest du rein oder nicht? Ja, lass mich rein. Alles klar, die Tore öffnen sich für dich jetzt. Erinner dich daran, ich kann dich nicht rauslassen, wenn du einmal drin bist. Ja, sei sicher, dass du nichts dass du alles hast, was du brauchst, gehört? Ja, wir haben alles erledigt. Und ich komme nicht rein, weil mir einfach alle den Weg versperren. Ja, kann ich rein? Danke. Endlich. So, dann gucken wir uns doch mal die Stadt Lasken an. Sollte ja eigentlich nicht so groß sein, oder? Okay. Ey, komm mal hier. Du. Okay. Werde ich von den Viechern angegriffen und ich habe es nicht mehr gemerkt. Alles klar. Ich müsste mich jetzt eigentlich ausruhen. Das ist doch schön. Ich komme gerade mal in die Stadt rein, muss mich ausruhen. Vielen Dank für deine Assistenz. Blutige Kreaturen. Ja, die blutigen Kreaturen sehen so aus, als ob sie jetzt überall wären. Mein Advice, was war Advice nochmal?
Mein Rat ist es, von den Straßen wegzubleiben, so wie die meisten anderen auch. Wer bist du? Ich? Der Name ist Gregor. Ich wurde angeheuert, ich wurde von dem Bordell hier angeheuert. To try and keep some of those worst elements roaming the city. Also, um zu versuchen, dass einige von den Elementen, die hier durch die Gegend streifen, ihren Weg nicht zu unserer Haustür machen. Was für ein Bordell. Miss Belas natürlich, auf der Insel hier. Kurt und Baram, beide sind. Both have an interest in keeping it open. Achso, ja, beide haben ein Interesse daran, es offen zu halten. Aber hier sind nicht genug Vandalen. Aber hier sind genug Vandalen und Diebe. Nichtsdestotrotz. Ja, was für eine Art von Kreaturen. Gegen was für eine Art von Kreatur hast du gerade gekämpft? Wehrratten, Lykanthropen, Barams Männer. Sieht so aus, als ob seine Soldaten jetzt auch infiziert sind. Kurzmänner haben die Stadt gelootet und have looted the city of enchanted weapons just to fight him. Ja, Kurzmänner haben die Stadt gelootet nach verzauberten Waffen, um gegen sie zu kämpfen. Was meinst du, Kurz, Barams? Du bist wirklich ein Merkwürdiger, dann. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede. Ja, du bist dann wirklich ein Merkwürdiger, wenn du nicht weißt, wovon ich rede. Most sane folk of Luskan stay indoors now if they know what's good for them. Ja, die meisten nicht verrückten Leute bleiben jetzt bleiben innen. Ja, bleiben jetzt innen, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Könnte ich ein paar Fragen fragen? Wenn du möchtest, geh voraus. Weißt du irgendetwas über Kulte in der Stadt? Kann nicht sagen, dass ich es tue. Die Arkane Bruderschaft ist ziemlich gründig darin, ist ziemlich gründig darin, zu sichern, dass keine andere Gruppe stärker wird als sie selbst. Die Arkane Bruderschaft? Eine Gruppe von Magiern, welche sich in den Host Tower, also Host Turm, verschanzen und die Stadt kontrollieren. Oder zumindest haben sie es getan. Sie erzählen jetzt den Hochkapitän, also den Hochkapitänen alles. Der Erntelling. Ja, so, die erzählen den Hochkapitänen nicht alles, soweit ich es sagen kann. Ja, wo ist denn dieser Turm? Es ist auf der Insel in dem Nordwesten, bei dem Mund von dem River, bei dem Mund von dem Fluss, bei der Flussmündung. Hier ist eine Brücke drüber, aber niemand kann sie überqueren, ohne die. Without the Brotherhood's Leave. Ja, ohne die Erlaubnis, der Bruderschaft. Magische Totem. Ich weiß nicht, kann man Worts mit Totem. Ja. Magische Totem und all das Ganze, denke ich. Du denkst nicht, dass sie die Stadt mehr beherrschen? I don't believe that anyone rules the city anymore. Es ist schwer zu glauben, dass irgendjemand die Stadt jetzt kontrolliert. Die Magier kommen nicht raus. Sie könnten tot sein, für das, was wir wissen. Und die Hochkapitäne, sie sind alle verrückt geworden. Erzähl mir etwas über diese Hochkapitäne. Es gibt fünf von ihnen. Also es gab fünf von ihnen vorher. Alles Piratenlords, welche aufgestellt wurden, um die. To rule the city. Also um die Stadt zusammenzuführen und den auf dem Gewohle der Arkanen Bruderschaft. Ja, jetzt sieht es so aus, als ob sie kämpfen würden, bis nur noch einer von ihnen übrig ist. Oder Lasken in Ruinen ist vielleicht. Just two are left. Ja, es sind nur noch zwei übrig jetzt. Soweit wie es jeder sagen kann. Die Hochkapitäne Baram und Ho ja, der Hochkapitän Baram und Hochkapitän Kurt. Erzähl mir was über Baram. Baram ist ein heimlicher. Ich denke, ich hätte nicht gedacht, dass er es so lange durchhält. Vor allem nachdem Kurt seine Basis unten in den Slums niedergebrannt hat. Niemand weiß, wo er jetzt ist, seinen Standort und alles andere. Hier ist noch his Wehrrats. Ach so, seine Wehrratten sind überall allerdings. Und jeder sagt, er hat mehr Monster und sogar Dämonen unter seiner Kontrolle. Okay, und was mit Kurt? Er war der mächtigste der Hochkapitäne vorher.
Kein Wunder, dass er immer noch am Leben ist. Bahram hat es irgendwie geschafft, to burn down. Ja, Bahram hat es irgendwie geschafft, seinen Turm niederzubrennen. Die Leute sagen, er ist jetzt weg und hat sich, ja, und hat sich im westlichen Harbor, im westlichen Dock, also im westlichen Hafenbereich, verbarrikadiert und keiner kann rein oder rausgehen, von dort rausgehen, ja, von dort rein oder rausgehen. Keine Ahnung, ob das wahr ist allerdings. Was stimmt ist, dass seine Männer die blutigen Hände, ja, gefürchtete Killer sind. Wenn sie dich auf der Straße sehen, denken sie, du bist mit Bahram, also vermeide sie am besten. Ja, eigentlich hat er mir schon alles erzählt, oder? Ja. Irgendwas anderes. So, okay, was geht in Lasken vor? Du warst hier nicht für das Kämpfen. It's been going on for, oh, a couple of weeks. Es ist schon für ein paar Wochen. Ja, es ging schon so weit, so lang für ein paar Wochen. Aus dem Nichts heraus haben die Käpt'n angefangen, sich gegenseitig umzubringen. Keiner weiß wieso. Die meisten denken, sie sind verrückt geworden. Jeder einzelne von den Hochkäpt'n hat seine eigene Armee, wie auch immer, und sie haben angefangen, Lasken auseinander zu zerren, zu reißen. Ja, was haben sie Lasken angetan? Schau dich um, viele Leute sind jetzt. Many people have drafted into their armies. Ja, also viele Leute sind in ihre Armeen reingekommen und umgebracht. Oder sie wurden einfach auf den Straßen niedergemetzelt. Häuser wurden niedergebrannt. Die Hafen sind komplett abgeschlossen. Die Tore sind verschlossen, versiegelt. Wir sind alle hier in diesem, ja, in diesem, in das Mess, in diesem Chaos, eingesperrt. Kann niemand den Kampf stoppen? Ich bin mir sicher, die nördlichen Lords außerhalb von Lasken sind. Ja, feuern das Ganze hier an. Sie werden es nicht aufhalten. Die Arkane Bruderschaft vielleicht. Die Arkane Bruderschaft könnte, aber sie haben noch nichts getan. Ja, eigentlich habe ich dann. Nur dann habe ich eigentlich alles, weil Richtungen brauche ich nicht. Ich schaue mich ja eh um. Aber zuerst ausruhen, weil ich brauche meine Familie und ich muss auch noch mein Viech beschwören. So, was ich jetzt natürlich hoffe, ist, dass das Ganze von dem Mikrofonton her passt. Und so habe ich jetzt noch ein anderes Mikro bekommen von einem Kumpel von mir, ein T-Bone. Und da muss ich natürlich erstmal gucken, wie das Ganze mit dem Sound ist, beziehungsweise wie ich das Ganze dann anstelle. Und ich darf nicht vergessen, meine Viecher zu beschwören. So, mein Hündchen fehlt noch. So, und in Lasken heißt es also, alles, was sich auf der Straße befindet, darf ich angreifen. Beziehungsweise alles, was mich angreift, wird umgebracht. Ich glaube, so kann man es eher sagen. City Gates. Okay. Was haben wir hier? Cutlass. Okay, das ist anscheinend irgendwie ein Inn oder sowas. Also eine Gaststätte. So, wie immer natürlich erstmal hier überall in der Gegend umschauen, danach die Häuser abklappern, die uns auf der Karte nicht angezeigt werden und dann die Häuser, die auf der Karte einen Namen haben. Ja, ansonsten ist es ja auch dämlich, wenn ich überall schon mal reingehe. So, ich will zuerst da oben, weil da gibt es noch was zum Einsammeln. So. So, falls man natürlich hier irgendwie das Klicken von der Maus oder ähnliches hört, tut mir wirklich leid. Ich muss da noch ein bisschen mit den Einstellungen gucken. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist, aber wenn, dann kann ich nichts dagegen machen. So. Und dann schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier mal ansonsten Jadel Estate, okay. Da haben wir schon ein ganzes Estate gefunden. So ein kleines Hütchen.
Also es sieht schon so ein kleines bisschen klein aus. Okay. Habe ich anscheinend schon eingesammelt. Ja. Ich dachte, ich hätte nur die beiden da vorne eingesammelt. An die zwei konnte ich mich sogar schon gar nicht mehr erinnern. Ha, das ist ja gut. So, was gibt's hier hinten? Im Norden. Eine Kiste zum Öffnen. Ansonsten sieht es nicht so aus, ob es hier irgendwas geben würde. Soweit ich sehe, ist hier noch nicht mal irgendwo eine Tür. Ah, da ist sogar eine Tür, doch. Okay. Hab mich geirrt, da ist eine Tür. Great. Das müsste das Bordell sein. The Wink and Tickle. Okay. Ansonsten, wo gehen wir hin? Gehen wir zuerst nach Norden? Okay, schauen wir uns zuerst hier im Norden um, mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Bloody Knives. Wow, direkt vor seine Füße, dein Ernst? Aber ich habe das Gefühl, die halten gut aus. Du rennst schon wieder irgendwo hin, das finde ich nicht gut. Ah, seine Wehrratten. Okay. Aber die halten echt gut aus, muss ich sagen. Die halten verdammt gut aus. Wie sie austeilen, kann ich nicht beurteilen. Shaded Character. Okay. Da ist irgendjemand, mit dem ich reden kann. Aber zuerst Kiste. So. Was hast du Schönes? 16 Goldstücke. Nee. Ich habe irgendwie was Besseres gehofft. Gehofft natürlich. Nee. Gibt es hier sonst nichts mehr? Hey, da ist eine Wehrratte. Da gibt es allgemein noch ein paar Gegner, sehe ich. Eieiei. Das ist eigentlich recht dumm. Okay, die Wehrratte ist tot. Okay. Machen wir das. Lass mal die ganzen Leute fallen. So. Noch ein bisschen Feuer. So. Tot. Sehr schön, sehr schön. Hat doch alles eigentlich doch ganz gut funktioniert. Du hast das fallen gelassen. Wahrscheinlich wieder Gold. Nein, einen Pfeil. Beziehungsweise 10 Pfeile. 10 Vampirpfeile, die ich nicht brauche. Okay, aber hier gibt es auf jeden Fall eine Menge Sachen, die man machen kann. Beziehungsweise dauert es, bis man sich ein bisschen umgesehen hat, bis man hier geredet hatte. Bla. Ich sagte, sterben sollst du. Noch mehr Pfeile, die ich nicht brauche. Und da sind noch ein paar. Jawohl, der ist fast tot, das ist doch schön. Ja, hallo, da hinten ist noch einer. Könnt ihr auch ruhig angreifen, habe ich nichts gegen. Ah, sehr schön. So. So, das hat sich da hinten auch geklärt. Da sind. Aha. Ah, okay, das sind die von Baran. War das Baram oder Kurt? Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die von Baram, die mit den Wehrratten waren, oder ob das die von Kurt waren.
Naja, werde ich ja wahrscheinlich noch irgendwo sehen. Hören, sehen, irgendwas mitbekommen. Obwohl es mir eigentlich schon gesagt wurde. Anscheinend bin ich nicht so gut im Aufpassen. Da ist noch eine Leiche. So, was hast du? Nochmal 27 Goldstücke. Nehme ich. Es ist Gold, auch wenn ich es nicht wirklich brauche. Gold ist Gold. So, wacht ihr auch, weil ihr müsstet Gargold sein, oder? Seid ihr Gargoyles oder seid ihr keine Gargoyles? Seid ihr ganz normale Statuen oder was? Also ich habe jetzt damit gerechnet, dass das Gargoyles sind. Hat sich gerade irgendwas verwandelt? Naja, Leute, aber der Part ist jetzt hier dann zu Ende. Ja, ist nicht viel passiert. Hälfte der Stadt haben wir schon mal erkundigt. Okay, nicht ganz, weil wir sind ja nicht in die Häuser reingegangen, haben uns auch ein bisschen darüber informiert, was hier überhaupt los ist. Also los ist. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zugucken. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschö.